Oh, moin Leute, willkommen auf dem Bauernhof. So, ich muss mal hier ein bisschen unkonventionell absteigen. So, willkommen auf dem Leben auf dem Bauernhof Projekt. Ich gehe mal gerade gucken, unsere Kühe haben ein bisschen Dreck gemacht. Sollten wir gleich wegräumen. Außerdem sagen unsere Ballen, sie brauchen noch ein paar Stunden, da müsst ihr hier dieses Gerät kaufen. Dass ihr das seht. Ich hole erstmal einen Trecker mit Frontlader, wenn das verfügbar ist. Oder warte mal, wir haben ja hier den Kramer. Der Kramer ist doch ein gutes Werkzeug. Und dann habe ich eigentlich geplant, dass wir diese Woche anfangen, Gras zu mähen. Für zum einen Silage und zum anderen auch für Heu. Kommt der jetzt nicht vom Fleck hier? So. Gut. So. Ich hoffe mal, dass ich das hier überhaupt so wegkriege. Tut sich irgendwie nichts. Was ist daran? Ja. Komisch, okay, ja, dann lassen wir das halt erstmal so. Vielleicht kommt ja da nochmal Mist dazu. So, dann würde ich eigentlich mich schon auf den Johnny schwingen. Ich muss mal gerade gucken. Ja, auf der Wiese hier drüben anfangen zu mähen. Ich denke, ich werde einfach mal so weit es geht durchmähen und dann zum Teil eben das erste liegen lassen, so dass wir da dann Heu draus kriegen. Und den Rest wird man dann, denke ich, recht bald einfahren. Ich werde vielleicht auch mal den Udo und den Leo fragen, ob die Zeit haben. Ja, Moment, erst Front. Ob die Zeit haben, mir dann zu helfen. Ja, mit Mähwerk oder Ballenpresse oder so. So. Mist. Ey, es ist alles so eng hier. Was ist denn los? Mal aus. Und dann legen wir los. Perfekt.
Gut, dann rufe ich mal gerade den Leo an. Hallo, ist der Herr Hochrater. Servus, Leo, ich bin's, Karl. Moin Karl. Hi, du, ich wollte mal fragen, ob du ja, Langeweile hast. Nee, eigentlich nicht. Schade. Ich hätte nämlich hier, weißt, ich bin jetzt auf der Wiese, ich bin am ersten Schnitt machen. Und will davon auch einen Teil einlagern als oder einen ins Fahrsilo machen. Und hätte je nachdem auch jemanden noch gebraucht, der mich da unterstützt. Deshalb dachte ich, wenn du Langeweile hast. Ja, aktuell habe ich noch viel zu tun. Ich muss auch noch dein Auto reparieren. Bin ich auch noch nicht Oh ja, zugekommen. stimmt. Ja, und deine Schmetterlinge sind da. Ne, die können es ja je nachdem dann mit einem Trecker hochbringen. Muss schauen, wann ich Zeit habe. Aktuell eher schwer. Okay. Weißt du, ob der Udo was schafft? So, der Udo ist tatsächlich gerade bei mir. Ah. Okay. Ja, dann rufe ich den nachher mal an. Vielleicht hat der ja Zeit. Ich muss Heu und Stroh für die Kühe machen, weißt du? Josch, der hat gerade Stroh bei mir gekauft. Ah, okay. Ja, ich warte auf meine Ernte. Okay, gut, dann, ja. Bis irgendwann mal. Jo. Ciao. Gut, schade. Das wäre ja zu schick gewesen, wenn der Zeit gehabt hätte. Ah, wenigstens geht es jetzt mal am Hof ein bisschen voran. Und nicht mehr nur so. Jetzt arbeiten wir wenigstens mal und müssen nicht wieder Fahrzeuge hin und her karren. Ich denke, wir werden die Wiese hier mal mähen und dann gucken. Meins Wetter soll die nächsten Tage gut bleiben. Dann wäre das eigentlich ein perfektes Heufeld. Vielleicht kann ich mit Udo da auch irgendeinen Deal eingehen, dass der dann dafür ein paar Ballen kriegt. Wäre ja praktisch. Nicht nur für mich, sondern auch für ihn. Gut. Und ich finde sogar mit der Kombination hier fahre ich ziemlich gut. Also die ist schon effektiv, muss man sagen. Ich fahre hier den Randstreifen gerade noch mal ein bisschen besser ab. Jedes Körnchen zählt hier oben. Jedes Grashälmchen. Ich dachte, ich könnte hier so eine kleine Häckselparty veranstalten. Was ist denn? Warte mal, was denn da los?
hintere Mehrwerk ist gar nicht angegangen. Mist. Na jetzt. So ist natürlich nicht so ganz so produktiv das Arbeiten. Also wir sind ziemlich spät dran. Wir sind jetzt schon im Sommer. Aber früher ging es halt einfach nicht. Im ersten Schnitt. Das ist halt so. Also, wenn man den Hof erst im Frühjahr kauft und bis dann alles Organisatorische erledigt ist, das dauert. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass wir endlich mal auf dem Feld sind, beziehungsweise auf der Wiese. Hier runter, da rollt es immer ganz schön gut. Ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich hier Heu draus mache, indem ich, wobei ich glaube, das muss ich wenden dann. Ich kann es, glaube ich, nicht einfach liegen lassen, oder? Ich muss es, glaube ich, ein oder zweimal auf jeden Fall wenden. Ja, vielleicht kommt ja doch einer noch von den anderen zwei hier hoch. Würde denen natürlich dann bei der Arbeit auch helfen, wenn es soweit ist. Sind wir jetzt schon? Ach nee. Das dachte ich, ich wäre schon hier am Ende angekommen. Ja, mit manchen Steigungen hatte JD zu kämpfen. Aber das ist auch verständlich irgendwo. Da geht es nicht nur ein bisschen nach oben, sondern ganz ordentlich.
halben Vormittag auf der Kiste hier oben. Wobei, wir sind ja heute früh aufgestanden. Das passt eigentlich schon. So, dann war es das erstmal auch für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Leben auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.